Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir mal in den For You Adventskalender. Das ist einmal diese Schätzelein und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hineinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich bin ja so ein Mensch, ich finde es immer ganz furchtbar, wenn wir relativ random irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel oder so in Adventskalendern oder in Boxen finden. Und da habe ich mir bei diesem Adventskalender gedacht, komm Claudi, reiz das Ganze mal aus und schau mal, was so ein Adventskalender so kann. Denn hier haben wir vor allem Nahrungsergänzungsmittel drin. Das Ding hat 99 Euro im Presale gekostet. Original soll das kosten. Ich schaue schnell, 129 Euro und ein Warenwert von 200 Euro beinhalten. Ich bin mal gespannt. Ne? Zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der wundervollen Nicole, Chiquitas Place online. Für eine zweite Meinung schaut gerne bei ihr vorbei. Ding bei mir, ich konsumiere Nahrungsergänzungsmittel, aber halt nur in Absprache mit meinem Arzt. Und das ist, glaube ich, auch vor diesem Adventskalender ein super wichtiger Disclaimer. Bevor ihr euch so ein Teil kauft, informiert euch eingehend darüber, was ihr braucht, was ihr nicht braucht. Wenn da irgendwie sowas drin ist und auch wenn es halt so kleine Pröbchen oder sowas sind. Einfach nicht nur mal ausprobieren oder so, sondern halt wirklich im Vorfeld mal ein großes Blutbild machen lassen und mit dem Arzt absprechen. Das ist immer super, super wichtig. Ne? Ich bin jetzt einfach nur interessiert, was da so drin ist und ich glaube, ihr genauso wie ich, sonst hättet ihr nicht auf das Video geklickt. Und solltest auch du Teil der Crew werden wollen übrigens, dann abonniere mich doch sehr, sehr gerne. Ich würde mich mega drüber freuen. Ich mache hier gerade sehr viele Adventskalender-Unboxings. Ansonsten sieht man hier ganz viel Beauty-Hauls, Reviews, Unboxings. Ne? Das ist so mein Ding und ich würde mich mega freuen, wenn du mich auf meiner Reise begleiten würdest. Positiv ist definitiv dieses, hoffnungsvolle Grün von dem Adventskalender und dass wir hier Boxen haben. Ne? Das ist schön wiederbefüllbar. Die sind jetzt auch außer dem For You-Logo, was da drauf ist, nicht so gebrandet oder so. Und hier haben wir am 1. Dezember auch irgendwas Großes drin. Ach, guck mal, sogar mit einer Begleitung. Und einem QR-Code, wo man dann halt scannen kann, was dazu ist. Selen, Tropfen mit Selen aus Natriumselenit. Das ist 50 Milliliter. Selen, das steht hier hinten drauf, ne, trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems und der Schilddrüse bei. Aha, trägt zur Erhaltung normaler Haare und Nägel bei und so weiter und so fort. Zu einer normalen Spermabildung und dazu, dass die Zellen vor oxidativem Stress geschützt werden. Ja, ist bis 15.11.2025 haltbar. Das heißt, man hat dann noch ein bisschen Zeit, um sich halt darüber zu informieren, ob das etwas ist, was man konsumieren sollte. Schauen wir mal, was wir am 2. Dezember hier kredenzt bekommen. Das ist ein Sachet, also positiv ist definitiv, dass wir hier immer dieses Kärtchen mit dabei haben, auch mit Informationen, dass du dich noch ein bisschen intensiver mit dem Produkt befassen kannst. Und hier sind auch wirklich einige Zeilen immer zu dem jeweiligen Produkt geschrieben. Das ist nicht einfach so dahingeklatscht, das finde ich sehr wichtig. Hier haben wir Synbio, eine Smoothie Bowl mit Ballaststoffen und Bakterienkulturen. Intensiver Kakaogeschmack mit Haselnüssen und das ist eine halbe Portion, steht hier drauf, auch sehr abgefahren. Das ist einmal dieses hier, 20 Gramm Pulver. Masse mit 50 Milliliter Wasser. Ja, ne? Da muss man mal gucken. Ich glaube auch, dass beides, was jetzt hier so drin war, jetzt auch nicht unbedingt irgendwie irgendwas Kritisches beinhalten würde, wo man jetzt sagt, okay, da muss er aufpassen, dass es nicht überdosierst oder so. Mal schauen. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Da haben wir ein bisschen was zum Snacken. Bliss Balls Cashew Kakao mit Biofrucht Cashew Kern Kakaokugeln mit flüssigem Cashew Mousse Kern. Hört sich lecker an. Ich glaube, das ist einfach nur gesund und lecker, ne? Sowas mag ich ja. Also das ist halt für einen kurzen Snack zwischendurch, kann ich mir vorstellen, dass ich mir das gleich auch direkt mal snacken werde. Schön. Hier haben wir die Nummer 4. Ah, hier gehen jetzt ein bisschen mehr in die vollen Probio Mundflora. Das sind Lutschtabletten mit Lactobacillus salivarus und Vitamin D3. Vitamin D3 kann man wirklich eigentlich immer ganz gut gebrauchen. Ne? Der 5. Dezember, also wir haben, glaube ich, doch allerhand von diesen Sachets hier mit drin. Ne? Das glaube ich wirklich, auch hier Heftchen mit am Start. Eiweißpower mit Carnitin, Vitaminen und Mineralstoffen. Eiweißkonzentrat, yo. Cookies and Cream ist hier die Geschmacksrichtung. 30 Gramm sind hier drin enthalten. Und sowas ist halt auch eine Einmalanwendung. Ne? Ich bin jetzt nicht so die Eiweißshake-Maus, weil ich halt einfach nicht so die Sportmaus bin. Aber ja. Der 6. Dezember, hier haben wir Nikolaus, wobei ich persönlich sagen würde, dass auch Adventskalender auszupacken eine Art von Sport ist. Also was man hier an Gewicht immer hoch und runter trägt und ne, wie auch immer. Ich bewege mich gar nicht mal so wenig in letzter Zeit. Hier haben wir Brokkoli plus Kapseln mit Sulfo...
Nein, doch Sulforaphan aus Brokkoli-Extrakt, Kapuzinerkressenkrautpulver und natürlichem Vitamin C aus Acerola-Fruchtextrakt. 60 Kapseln sind hier drin enthalten und das ist, glaube ich, einfach gesund. Also Vitamin C, weiß ich nicht, ob man sowas überdosieren kann. Ich glaube, dann kriegst du notfalls einen flotten Otto oder so. Jo, Brokkoli. Direkt als Nachbar befindet sich hier die Box Nummer 7. Da muss man gar nicht lange suchen. Und da ist etwas nochmal separat eingepackt. Was bist du? Weiß ich noch nicht. Ist von For You selber? Kann ich da meine Tabletten mit mir durch die Gegend tragen? Ich glaube schon. Ja, für auf Reisen nicht verkehrt, ne? Brauche ich jetzt nicht als Schlüsselanhänger haben. Genau, da kannst du dir deine Tabletten für To Go reinmachen. Naja. Die Nummer 8 darf machen, das ist Kracht. Und hier ist auch etwas Größeres drin enthalten. Und zwar Vitamin B12. Das ist für Veganer, glaube ich, total wichtig. Ne? Tropfen mit den aktiven Vitamin B12-Formen. 30 Milliliter haben wir hier drin enthalten. Wie gesagt, vor allem für diejenigen, die halt auf eine relativ fleischfreie Ernährung setzen, soll das ja immer ganz gut sein, auch B12 zu supplementieren. Aber wie gesagt, ne, Arzt fragen am besten. Und das haben wir hier drin, genau, als Tropfen. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendwas sehr, sehr Leichtes freuen. Und zwar Multikakao-Kids. Ei, sowas finde ich gar nicht gut. Nee. Vitamine und Mineralstoffe in Kakaopulver für die tägliche Versorgung. Da ist eine Portion drin enthalten. Also ganz ehrlich, Nahrungsergänzung hört bei mir auf, wenn es um Kinder geht. Das finde ich nicht in Ordnung. Da würde ich persönlich meinem Kind nur das geben, was der Arzt auch wirklich verschreibt. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Ich meine, klar, ich war auch damals so ein Sanostol-Kind. Ich habe ganz, ganz viel Sanostol bekommen, einfach weil ich sehr schnell sehr groß geworden bin und dann auch immer sehr, sehr dünn war. Aber finde ich schwierig. Da habe ich hier die Bliss Balls auch mit Cashew-Kakao drin. Das ist jetzt einfach nochmal. Ja, hatten wir eben schon. Hoffentlich schmecken die. Der 11. Dezember, die erste Schnapszahl. Und auch hier befindet sich ein Upsala-Sachet drin. Und zwar BCAA und Glutamin. Glutamin. So, Energy and Recovery, BCAA, Glutamin und B6 haben wir hier am Start. 5 Portionen sind hier drin. Apfel ist der Geschmack. Ja. Halbzeit. Die Nummer 12 ist auch, glaube ich, irgendein Sachet, weil es sehr, sehr leicht sich anfühlt. Jo. Ich weiß gar nicht, ob online auch stand, was in dem Adventskalender drin ist. Clear Whey Protein Isolate, ein erfrischend fruchtiger Eiweißdrink mit hochwertigem Molkeeiweiß-Isolat. Und das ist in der Geschmacksrichtung Waldfrucht und 30 Gramm reichen für eine Portion. Ich habe jetzt hier die erste Hälfte des Adventskalenders vor mir liegen. Es sind relativ viele Einmalanwendungen mit dabei. Gut, ne? Die haben halt gesagt, in Anführungsstrichen, nur 200 Euro Warenwert. Das Kids-Produkt finde ich ganz, ganz schlimm. Das finde ich gar nicht cool. Und ansonsten ist es, finde ich persönlich jetzt alles auch relativ unbedenklich. Aber wie gesagt, da immer mit dem Arzt sprechen, ne? Und ich glaube, bislang freut es auf jeden Fall die Leute, die sowieso sehr viel Sport machen und sowieso auch supplementieren und so weiter. Ja, ich frage mich halt generell immer, für wen sind solche Adventskalender, ne? Auch die Nummer 13 fühlt sich sehr, sehr leicht in meinen Händen an. Mal gucken, ob sie mich überzeugen kann. Amino Night GABA. Joghurt Kirsche, eine Portion ist das. Und ja, da wird dann auch sicherlich irgendwo stehen, wofür das dann geeignet sein soll. Ja, ne? Genau. Keine Ahnung. Muss ich einfach mal mich schlau machen. Ja, der 14. Dezember, der ist ein bisschen derber befüllt. Ist auch sehr prall hier. Da haben wir auch wieder so eine Tröpfchensache und zwar Bitterkräuter. Das soll eigentlich, glaube ich, super gut sein. Tropfen mit 8 ausgewählten Kräuter- und Pflanzenextrakten gelöst in Apfelessig. 50 Milliliter. Weiß ich nicht, das soll halt auch irgendwie entgiften oder so. Weiß ich jetzt nicht. Muss ich mir alles nochmal genauer durchlesen, bevor ich mir da reinpfeife. Der 15. Dezember enthält 9. Und schon wieder die Bliss Balls Cashew Kakao. Schon zum dritten Mal hier drin. Ja. Und täglich grüßt das Murmeltier. Hier habe ich jetzt den 16. Dezember. Da haben wir einen Sachet. Mango Maracuja. Clear Whey Protein Isolate. Erfrischend fruchtiger Eiweißdrink mit hochwertigem Molkeneiweiß-Isolat. 30 Gramm entsprechend einer Portion. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember und hier haben wir auch irgendein Tool wieder drin. Ah, ich glaube, ja, das ist ein Ölausgießer. Das finde ich eigentlich toll. Also das hat jetzt, finde ich persönlich, nicht unbedingt was mit den anderen Sachen hier vom Adventskalender zu tun. Ne? Den kannst du sicherlich einfach auf deinen
handelsübliches Ölfläschchen drauf machen. Das ist schön. Sowas wollte ich eigentlich immer auch schon mal haben. Das ist gut. Passt überhaupt nicht zum Ganzen hier, aber gut. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Die 18 fühlt sich fast leer an irgendwie. Ah, da ist ein Gutschein hier drin. Ein nicht individueller Rabattcode, Mindestbestellwert 20 Euro bis zum 31.01.25. Dann bekommst du ein Apfelessig-Ingwer-Shot im Wert von 19,90 Euro mit dazu. Hat wahrscheinlich größentechnisch hier nicht ganz so reingepasst, ne? Aber du musst ja 20 Euro ausgeben, um den Gutschein einlösen zu können. Finde ich eigentlich blöd. Finde ich blöd. Das hätten die als Produkt hier einfach mit reinpacken sollen, bin ich ehrlich, ne? Warum macht man das so? Ich meine, bei Beauty-Adventskalendern kann ich mir das einfach gut vorstellen, dass du dann quasi deine eigene Foundation-Shade aussuchen kannst oder so. Aber hier? Hä? Die Nummer 19. Da haben wir Melatonin drin. Spray mit Melatonin und Vitamin B6, Zitrone, Minze, da sind 30 Milliliter drin. Ja, da bin ich ehrlich, das habe ich tatsächlich auch schon öfters zu mir genommen. Also nicht dieses hier, sondern halt generell, ne, wenn ich halt einfach schwer einschlafen kann oder generell schlecht schlafe oder so, ist das eigentlich bei mir ganz sinnvoll. Also das habe ich tatsächlich schon verwendet und das werde ich mir auch ins Bett stellen. Die Nummer 20. Ich glaube, ich habe mich auch generell so ein bisschen bei dem Adventskalender vertan, was hier so drin sein könnte. Also ich dachte halt mehr so, dass es in die Beauty-Richtung geht. Es geht aber eher so in die Fitness-Richtung. Da habe ich Darmflora-Komplex. Das hatte ich auch als Goodie mit dabei gehabt. Das ist eine Tagesportion mit 5 Gramm Maracuja. Ne? Ja, für mehr Charme im Darm, glaube ich, ist es gar nicht so verkehrt. Und manchmal ist es auch ganz nett, wenn man seinen Darm ein bisschen aufräumt, ne? Ja, wir sind jetzt im 20er-Bereich, ne? Und hier habe ich die Nummer 21. Auch die fühlt sich super leicht an. Also einen Gutschein kann ich gerade noch so verkraften. Einen zweiten bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Hier habe ich auf jeden Fall noch irgendein Tool. Was steht denn hier drauf, was du sein sollst? Ein Leuchttee. Mhm. Kann ich immer gut gebrauchen, wenn ich mit Sammy, mit unserem Hund, spazieren gehe, wenn ich mit dem Gassi gehe, gerade im Winter. Ich habe 3, 4 von diesen Blinkies an mir dran. Sammy hat dann auch so eine Warnweste, also wir haben beide Warnwesten an und da an der Warnweste habe ich dann auch so Reflektoren und auch so Blinksachen dran, dass man uns halt auch sieht, wenn wir an der Straße entlang gehen. Das ist schon wichtig und zusätzlich habe ich noch eine Taschenlampe, die ich immer dann so schwenke. Ja, das ist schon wichtig. Die Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Ja, zum vierten Mal haben wir jetzt auch diese Bliss Balls mit drin. Schmecken bestimmt super. Sonst hätten die nicht viermal reingepackt. Einen Tag vor Heiligabend habe ich hier den 23. Dezember. Also wir sind auf jeden Fall sehr fit zu diesem Zeitpunkt. Unsere Darmflora wurde aufgeräumt und man sieht uns. Das ist das Natural Basenpulver. Trägt zu einer Verringerung von Müdigkeit und einem normalen Säure-Basen-Stoffwechsel bei. 5 Portionen mit 30 Gramm haben wir hier drin. Und ja, da kann man auf jeden Fall allen nochmal so einen kleinen Schub geben, dass man dann auch zu Heiligabend fit ist. Ich bin echt gespannt, was so ein Adventskalender in die 24 reinpackt. Da bin ich echt, ihr auch, ne? Schauen wir mal. Es ist auf jeden Fall eine große Packung hier drin. Phytoslim. Pflanzenextrakte, Vitamine und Mineralstoffe. Da sind 90 Kapseln drin enthalten. Und so schaut das einmal aus. Nee, also das muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich super unhöflich von dem Adventskalender, einem zu Heiligabend zu sagen, du bist zu fett, nimm ab. Nimm dir so eine Slim-Kapsel. Ist das damit echt gemeint? Ist wirklich? Das fände ich richtig bitter, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kenne das nicht, aber es, ne? An Weihnachten ist auf dem Esstisch alles erlaubt. Unser Phytoslim ist genau das Richtige, um dich dabei zu unterstützen, wieder auf deinen persönlichen Wohlfühlkurs zu kommen. Du hattest Freude mit unseren Produkten, dann sichere dir heute in unserem Online-Shop exklusiv mit dem Code 20% auf unser gesamtes Sortiment. Ne. Ne. Das ist eine bodenlose Frechheit. Also, an der 24, klar, ja. Du haust dir vielleicht einfach Weihnachten dann auch ein bisschen mehr was rein, aber ist das die Intention von dem Adventskalender? Dir zu sagen, dass du dich unwohl in deinem Körper fühlen sollst und deswegen all das, was ich hier auf dem Tisch habe, unbedingt konsumieren musst und am besten deine ganze Familie, damit du dich besser fühlen kannst? Nee. Dieser Adventskalender ist in Teilen gut,
Ja, ne? In Teilen werde ich den auch gerne ausprobieren, aber insgesamt finde ich die Botschaft von ihm nicht nett oder so. Ich weiß nicht, hätte man darauf vorbereitet sein müssen, wenn man sich mit der Marke vorher auseinandergesetzt hätte, keine Ahnung. Es geht halt wirklich um Fitness, um Leistungsgesellschaft, um perfektes Aussehen, nimm ab und keine Ahnung. Das finde ich blöd. Also hier waren wirklich gute Ansätze drin, die mich auch glücklich gemacht haben. Auch diese kleinen Geschichten hier mit diesem Ölausgießer fand ich ganz süß. Ne? Und auch mit dem Blinky, das ist ein Füllprodukt, ja. Aber es war irgendwie ganz nett. Und auch so Melatonin oder sowas, etwas, was halt auch wirklich eine gute Sache ist, die ich für mich auch, oder B12, aber die 24, die hat es dem Adventskalender echt verdorben. Also der hat mir die Laune verdorben, bin ich ehrlich. Ich war ja kritisch, aber jetzt bin ich sauer. Klar bin ich jetzt auch nicht so die exorbitante Zielgruppe von dem Adventskalender, ne? Jemand, die jetzt nicht so unbedingt öffentlich über Nahrungsergänzung spricht oder halt generell das Thema auch eher so vermeidet zu publizieren oder so. Sagte sie und macht ein Video darüber, egal. Auch das ist irgendwo Aufklärung. Klar, Fitness-Junkies, kann ich mir vorstellen, freuen sich darüber, die sowieso die Marke auch schon kennen und Teile davon auch sowieso verwenden und so. Aber so unterm Strich ist das doch kein schöner Adventskalender. Also wenn du jeden Tag irgendwie dir einen Eiweißshake machen sollst oder so, ich weiß ja nicht, schreibt mir gerne eure Meinung, gerne konstruktiv in die Kommentare. Ich weiß auch nicht. Das ist ein sehr, sehr verrückter Adventskalender gewesen. Ihr Lieben, das wäre es ja von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.